Bei mir habe ich jetzt Petra Frey, eine ganz bekannte Sängerin, auch schon viele Mal bei uns in der Schweiz, bei uns schon zu Gast, vor vielen, vielen Jahren, inzwischen sehr viel gelaufen. Aktuell hast du ein neues Album, es geht für dich meilenweit vorwärts. Ja, genau, ist mittlerweile schon das 14. Gell? Und dann überlegt man schon, Mensch, wo gehen denn die Jahre hin? Aber ich bin dann immer beruhigt, weil ich weiß, es geht ja allen genauso. Aber es ist einfach so ein schöner Beruf und ich bin nach wie vor sehr dankbar und auch demütig, dass ich das machen darf. Und sehr, sehr vielfältig auch. Du hast zum Beispiel in Österreich Dancing Stars gewonnen. Ja, stimmt. Das war 2012. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil man hat schon die Möglichkeit, dass man jeden Tag 7 Stunden Tanztraining mit einem Profi hat. Aber ich muss gestehen, ich habe danach wirklich jeden einzelnen Muskel beim Namen gekannt. Also ich glaube, so viel Muskelkater in der Zeit habe ich nie wieder gehabt. Zwischendurch immer gesungen und dann bist du jetzt auch, glaube ich, immer noch, da bin ich nicht aktuell informiert, immer noch in der Jury bei einer Castingshow oder einem Castingformat in Österreich? Bin ich gewesen, genau. Also wir hoffen ja, dass das Format wieder kommt und vielleicht darf ich dann wieder dabei sein. Das war auch eine sehr aufregende Erfahrung, vor allem, weil ich ja selber so aufgewachsen bin. Also ich habe mit 12 Jahren ja angefangen, Musik zu machen und da ist mir auch durch viele Wettbewerbe und Castings, automatisch war das ja früher so, musste man sich da stellen und dann sieht man das aus einer anderen Seite. Also ich habe die Künstler verstanden und habe dann natürlich mitgefiebert und so den einen oder anderen Tipp kann man dann geben. Aber das war wirklich eine tolle Erfahrung, bei diesem Format dabei zu sein. Wahrscheinlich auch, weil du eben auch Wettbewerbe, große Wettbewerbe gemacht hast. Eurovision Song Contest warst du sogar mal dabei. Genau. Vor vielen, vielen Jahren. Ja, wirklich vielen, vielen Jahren. Das war 94 und ich war 15. Also das ist natürlich schon eine totale Challenge, mit 15 fürs Heimatland zum Song Contest zu gehen. Aber es hat mir damals alle Türen und Toren geöffnet. In Österreich, Deutschland und der Schweiz und in Italien. Und ich war dann auch noch, durfte viel von der Welt dadurch sehen. Das sind Möglichkeiten, die, wenn man die als Sänger hat, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Dein neues Album, Meilenweit, hat ja wieder einige Hits auch hervorgebracht und gewisse Sachen sogar Richtung ein bisschen Country angehaucht. Ja, ich bin nämlich begeisterte Westernreiterin und bin da so am Hof gesessen, wo ich mal reiten gehe und habe mir gedacht, Mensch, also irgendwie, ich liebe persönlich ja Country. Es wird bei uns relativ wenig gespielt. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt traue ich mir einfach. Ich mache jetzt ein Lied, das muss ganz für mich sein. Und das war dann so eine typische Country-Nummer, Im Himmel ist der Teufel los, die ich dann wirklich am Hof geschrieben habe. Also ich bin dann da gesessen und habe alle beobachtet, die ganzen Cowboys und Cowgirls mit ihren Cowboy-Hüte und wie sie da ihre Western-Dressur-Geschichten machen. Und so ist der Titel dann entstanden. Kommen denn jetzt vermehrt auch Cowboys und Squaws an deine Konzerte? So wie quasi wie bei Andreas Gabalier, der die Lederhosen und die Tracht anfordert quasi. Also ich ziehe das jetzt nicht beinhart das ganze Album durch oder die ganzen Auftritte. Es ist natürlich einfach so für die Country-Liebhaber soll halt auch was dabei sein. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Da gibt es ja ganz viele, die Line-Dance machen und so. Die haben gedacht, die Leidenschaft, die wird sicher geteilt mit so einem Country-Lied. In der Schweiz sieht man dich nicht mehr so viel wie vielleicht vor vielen Jahren mal. Ja, so 2-3 Mal im Jahr bin ich in der Schweiz. Es könnte natürlich immer öfter sein, weil es ist von mir, von Tirol gar nicht so weit weg und ich freue mich immer. Ich habe zwar manchmal Probleme, was für eine Ecke ich gerade lande. Ich als Tirolerin, wir haben zwar auch diese harten Kas, aber manchmal stoße ich dann schon an meine Grenzen, damit ich die Dialekte verstehe. Aber ich finde es einfach so schön. Es ist einfach, die Schweiz ist eine wunderschöne Gegend. Es sind total liebe, gemütliche Leute dort. Also ich habe immer sehr gerne meine Auftritte da. Das neue Album Meilenweit ist ja erst jetzt, eigentlich vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen. Läuft's gut? Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Man zittert natürlich immer, weil das letzte Album ist 4 Jahre her und man ist immer aufgeregt. Ich habe gar alles selbst geschrieben und produziert und da ist man dann irgendwie nur aufgeregter, weil die Kritik natürlich ganz direkt an einen gerichtet ist. Und, aber ich bin sehr glücklich. Es ist in Österreich sehr gut angelaufen und war in den Radiocharts sehr lang auf Platz 1, die erste Single auch. Ja, es beruhigt dann, lässt gut schlafen. Und Pläne für die nächsten Monate? Ja, also grundsätzlich ist es so jetzt mit dem Album, dass ich viel auf Promotour bin und die schönen wenigen Schlagersendungen, die wir noch haben,
mitmachen darf. Und natürlich die Live-Auftritte, die sind nach wie vor ja am Tun und am Machen. Und das, was ich nicht im Kopf habe, steht bestimmt auf meiner Homepage unter www.petrafrei.com. Bist du viel auch im Internet, zum Beispiel bei Facebook und ähnlichen Portalen? Viel nicht, aber man muss es natürlich nützen. Ich finde das Tolle an gewissen Portalen, dass man einfach einen direkten Draht hat zu den Fans. Früher hat es halt Fanclubs gegeben und da hat es halt einmal im Jahr ein Treffen gegeben, das war ganz klassisch. Aber da natürlich, wenn man jetzt etwas postet oder ein Foto, es ist viel persönlicher, finde ich, obwohl es kurios ist, weil es ist ja ein Netzwerk, aber die Hemmschwelle ist ein bisschen gesunken, weil wenn man jetzt irgendwo privat einen Kaffee trinkt, macht man mal schnell ein Foto, postet es oder stellt es ins Netz und dann ist natürlich sofort eine Reaktion und man hat einen direkten Draht dazu. Das finde ich recht praktisch am Internet. Wir hoffen, dass es weiter ganz toll läuft für dich und danken, dass du kurz Zeit hattest. Ich sage auch danke und hoffe, bis bald.